So Leute, willkommen zurück zu Resident Evil Director's Cut. So, die Tür ist fest verschlossen, ein Helm ist eingraviert. Okay. So, wir gehen nochmal kurz, sollen wir speichern gehen? Nee, speichern will ich nicht. Ich hasse Speichern. Speichern ist schlecht. So, was wir noch machen werden, warum gehe ich da eigentlich hin? Ja, komm, das mache ich mal. Wir müssen sowieso noch ein paar Türen aufschließen, von daher kommt das eigentlich eh alles ganz gut. Aber speichern tue ich trotzdem nicht, das dauert mir immer viel zu lang. So, wir legen einmal Schrottflinte ab. Schrott. Moment. Erstmal nehmen wir die andere Schrottflinte wieder her. Ach, was mache ich da? Nee, das wollte ich nicht. So. Wir haben doch noch mehr. Da, Schrottmunition. So. Und dann legen wir, was legen wir ab? Eigentlich tun wir gar nichts ablegen. Wir tun nur das mal kombinieren. Und jetzt legen wir es ab. Was ein Unterschied, ne? So. La 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 la. So. Sollte reichen. Ich muss nur den Schildschlüssel loswerden, dann haben wir eigentlich wieder anständig Platz, sag ich mal. Aber jetzt, so wie es jetzt aussieht, ist nicht so viel Platz. Deswegen müssen wir unbedingt Platz schaffen. Ja, ja, Resident Evil mit ihren Ladezeiten. Das haben sie bis Resident 3 durchgezogen. Und ab 4 gab es nur noch begrenzt Ladetüren und die waren sehr, sehr schnell eigentlich. Was aber noch, welches Spiel aber noch sehr, sehr lange Ladezeiten hat, trotz des Rüstungsschlüssel. Ist ja auch wurscht. Und zwar, was ich meinte, Assassin's Creed hat, finde ich, sehr lange Ladezeiten. Das fand ich ein bisschen beschissen. Weil ich habe neulich erst Assassin's Creed Revelations durchgespielt und es hat sehr, sehr lange Ladezeiten, wenn man mal gefailt ist oder sowas. Fand ich nicht so prickelnd. So, ich glaube, das ist Helm. Ja, das ist Helm. Hier kriegt man eigentlich eine Karte, aber da braucht man ein Feuerzeug und ich habe keins. Okay, gut. Da haben wir noch ein Kraut, das brauche ich aber nicht. So, wir haben ja gerade eine Tür aufgeschlossen, da gehen wir natürlich jetzt auch rein. Ich glaube nämlich, dass wir auch erstens mal dort das Feuerzeug bekommen und zweitens, vielleicht kann ich dann auch irgendwie meinen Schildschlüssel endlich mal verwenden. Wieso habe ich den überhaupt noch? Ich verstehe es nicht. Echt peinlich nicht, Leute. So, gehen wir mal. Ne, hier gehe ich noch nicht rein. Ich gehe erstmal die andere Richtung. Oder soll ich, wie viel Platz habe ich? Okay, ich gehe doch da erst rein. So. Notfalls haben wir ja die Kiste, die ist eh nicht weit weg. Aha. Hallo? So, der Schrank sieht danach aus, könnte man ihn verschieben. Hö? Okay, das war ein Fail. Nochmal rein und raus. Das war ein übler Fail. Zack und zack. Zum Glück ladet es das nicht so lang. Ich hatte das länger in Erinnerung. Scheint am Emulator ein bisschen fixer zu gehen. So. Was? Ich kann das nicht schieben? Es lässt sich überhaupt nicht bewegen. Oh mein Gott. Warum nicht? Moment, was haben wir hier? Sieht aus, als hätte hier schon mal jemand gesucht. Da scheint ein Schalter zu sein. Möchten Sie diesen drücken? Ja, bitte. Genau, jetzt läuft das Wasser ab und jetzt können wir es wahrscheinlich schieben. Ja, genau. So. Ja. Genau, so mag ich das. Nein, nicht dahin schieben. Nicht dahin. Sondern hier rüber. Genau. Okay. Naja, so ist doch geil, dass wir die Moni haben, aber ich wollte eigentlich was anderes aufheben. Was haben wir hier? Vermächtnis des Forschers. Meine liebe Alma. Die Tatsache, dass du diesen Brief erhalten hast, bedeutet für mich Freude und Trauer gleichermaßen. Ich konnte mit dir nicht einmal reden wegen diesem Kerl mit der Sonnenbrille. Alma, bewahre die Ruhe und lies weiter. Ich glaube, ich habe dir bereits erzählt, dass ich einen Job im Labor einer pharmazeutischen Firma, komisches Wort, angenommen habe. Sie haben mich abgeworben. Im letzten Monat gab es im Labor einen Unfall und der Virus, den wir gerade untersuchen, konnte uns entweichen. Alle meine Kollegen, die mit dem Virus infiziert wurden, sind jetzt tot. Um es richtig auszudrücken, aus ihnen wurden lebende Tote. Meine Fresse, hä? Sie wandern immer noch herum.
einige von ihnen klopfen gerade jetzt ganz verzweifelt an meine Zimmertür. Doch in ihren Augen ist kein Zeichen von Intelligenz mehr zu erkennen. Dieser verfluchte Virus saugt jegliche Menschlichkeit und aus unseren Gehirnen. Ich kann heute nicht lesen. Liebe, Spaß, Trauer, Angst, Humor, Sex für immer und ewig. Und Alma, selbst die Erinnerungen an die Tage, die ich mit dir verbracht habe, ja, ich bin infiziert. Ich habe alles getan, was ich tun konnte, aber ich konnte fortschreiten. Meine Güte, nur wenige Tage verzögern. Was mich am meisten schockiert hat, ist, dass ich im Laufe der Zeit mehr und mehr von dir vergesse. Deshalb habe ich einen friedlichen Tod gewählt, anstatt dass ich zum lebenden Toten werde. Hier ist aber auch die Schrift total verpixelt bei mir, weil ich einen Full-HD-Monitor habe und, wie soll ich sagen, die Schrift ist ja in einer geringeren Auflösung, deshalb ist es total verpixelt, ist ja PS1, nicht vergessen, ne? In nur einer Stunde werde ich meinen ewigen Schlaf antreten. Ich hoffe inständig, dass du meine Entscheidung verstehen kannst. Leb wohl und für immer dein Martin Crackhorn. Crackhorn, sehr geiler Name, hey. Vermächtnis des Forschers, alles klar. Gut. Ja, sorry für meine Lesekunst, das ist Wahnsinn. Aber irgendwie scheint mir das hier noch nicht ganz richtig zu sein. Oder war das nur im Remake, wo hier viel mehr zu tun war? Scheint mir fast so, ne? Das wäre das nur im Remake so gewesen. Jo, weil hier ist ja auch nichts mehr. Aber ich weiß nicht, ich bilde mir ein, dass hier wirklich mehr war. Aber das ist anscheinend wirklich nur Einbildung. Weil hier kann ja sonst nichts mehr sein, oder? Nee, ich wüsste jetzt nicht was, ganz ehrlich. Also lassen wir das. Ich glaube, im gegenüberliegenden Raum, also hier, sollte jetzt auch das Feuerzeug zu finden sein. Ich finde es ein bisschen unnötig, die Karte mitzunehmen, aber besser als gar nichts. Ich glaube, hier gibt es jetzt noch ein Kräutchen, wenn mich nicht alles täuscht. Nehm, Munition. Guckst du. Natürlich nehmen wir das mit. Das rote Kraut lassen wir liegen, das brauchen wir nicht. Hier haben wir das Feuerzeug. Perfekt. Gut. Dann verpissen wir uns wieder. Jetzt gehen wir in die Tür und tun die Karte halt, ne? Und so. Aber mich würde ja viel, viel mehr interessieren, wo der letzte Schildschlüssel ist. Die letzte Schildtür. Weil den Schlüssel haben wir ja. Das gibt's ja nicht. Eigentlich sollten wir den längst losgeworden sein. Verstehe es nicht, ganz ehrlich. Wieso habe ich den noch? Echt komisch, ganz, ganz komische Sache da. So. Sie können das hier nicht benutzen. Erzähl doch keinen Scheiß. Ich stehe bloß nicht richtig da, wette ich. So. Na, was sag ich? Ach, wie lieb der Flammeneffekt war. Genau, und da hat sich jetzt die Karte reingebrannt. Jupp, der zweiten Etage, gib her. Ich brauch die eigentlich gar nicht. Vielleicht beim ersten Mal durchzocken kann man das gebrauchen, aber danach, ne. Und selbst beim ersten Mal, ich weiß nicht. In Resident Evil braucht man keine Karte. Vielleicht in den späteren, aber hier im ersten, ne. Brauchst du wirklich nicht, ist total unnötig. Moment mal. Der Türknopf ist abgebrochen, okay. Na, ich wollte nur sicher gehen, dass das jetzt tatsächlich nicht eine Schildtür ist oder sowas. Das gibt's ja nicht. Das muss doch irgendwo noch eine Schildtür sein. Schließlich habe ich den Schlüssel noch. So, Rüstungsschlüssel. Moment. Was haben wir hier eigentlich? Rüstungsschlüssel. Guckt mal, da haben wir jetzt alle. Dieser Schlüssel ist jetzt nutzlos. Wegwerfen wir bitte. Seht ihr das? Wieso geht das aber mit Schildschlüssel nicht? Welche Schildtür soll es denn bitte noch geben? Mir fällt keine ein, ganz ehrlich. So, jetzt holen wir uns erstmal das nächste Wappen. Das ist nämlich hier drin.
in dieser grünen, giftigen Türe. Sie beschämt mich. Ich weiß zwar nicht warum, aber egal. So, wir stellen die Statue hier drauf. Das ist wirklich so easy, Leute. Könnt ihr mal glauben. So, einmal. Aber hier müssen wir aufpassen, weil die steigt versehentlich auch mal drauf. So, auf den Schalter da, der da in der Mitte ist. So. Und das war's. So, Schalter drücken. Da ist ein Schalter. Möchten Sie darauf drücken? Natürlich. Ja, die Rätsel waren nicht ansprechend im ersten, muss ich sagen. Die waren wirklich nicht ansprechend. Ich finde, wo die Rätsel schwer wurden, war im dritten. Da hatte man schon manchmal recht knifflige Dinge, die man tun musste. Auch wenn das wirklich der erste Teil so von Resident Evil war, der so ein bisschen mehr Action hatte, aber da waren schon ein bisschen knifflige Rätsel dabei. Oh, aber die schlimmsten von allen waren in Code Veronica. So wie der Name auch des Spiels schon sagt. Code Veronica. Du musst Codes auflösen. Naja, mehr Rätsel. Aber es war hart, es war hart. Auf jeden Fall. So. Ich frage mich echt, wo der letzte Schildschlüssel sein soll. Ich wüsste keinen Ort mehr, ganz ehrlich, Leute. Da komme ich ja wieder nur bloß da runter und so. Das gibt's nicht. Hier muss irgendwo ein Fehler im System sein. Aber ein übler Fehler im System. Wo habe ich was vergessen? Ich wüsste nicht, dass ich überhaupt was vergessen habe. Das ist total krass gerade, muss ich sagen. Was ist denn da eigentlich? Das ist die Code-Tür. Da kannst du vergessen, da komme ich nicht rein. Da muss ich so einen Code finden. Ich hab zwar das Sternwappen, aber das bringt mir überhaupt nichts. Ich brauche ja noch die anderen Wappen. Leute, ich bin gerade verwirrt. Eigentlich kenne ich das Spiel in- und auswendig. Ich vergesse nur gerade was. Aber was? Was habe ich vergessen? Ist wurscht, wir müssen sowieso da mal rein. Aber was zur Hölle habe ich vergessen, Mann? Lass mich mal kurz 10 Sekunden nachdenken. Das kann ja nicht sein. Ach, bin ein Volltrottel, natürlich. Na klar, habe ich was vergessen, Mann. Ich habe doch die eine Tür jetzt aufgeschlossen. Na Mann, und ich renne da auch knallhart vorbei, hey. Ich bin völliger Irrer. So, Moment, hallo. Genau, jetzt weiß ich auch, wo die letzte Schildtür ist. Meine Güte, Leute. Jetzt weiß ich's. Ich werde den Part leicht überziehen. Wir sind zwar schon bei 13. Das heißt, wir müssten rein theoretisch in 2 Minuten einen Cut machen. Was ich aber jetzt nicht mache, weil ich finde, das passt nicht. Ich will das nicht. So. Deswegen machen wir es auch nicht. Na, ist ja klar. Ach, weil ich 15 Minuten sage. Früher hatte man doch bei YouTube, das kann ich mich erinnern, da musste man noch hart dran arbeiten. Also wirklich brav uploaden, immer ziemlich aktiven Kanal betreiben, damit man diese Sperre wegbekommt. Ne? Früher konnte man ja nur 15 Minuten hochladen, heutzutage ist das ja nicht mehr so. Einfach einen Account erstellen, Telefonnummer angeben und bam, du kannst mehr als 15 Minuten uploaden. Ging früher nicht, da hat sich jeder gefreut, wenn er das gekriegt hat. Richard! What happened? Oh, Jill, this house is dangerous. There are terrible demons. Ouch! Ouch! You're wounded. What kind of demon attacked you? It was a huge snake, and also poisonous. Ugh. Poisonous? Oh no. Richard, hold on. There is serum. Oh no, I should have brought some with me. No problem. I'll go and get it. Thanks. Genau, jetzt holen wir das Serum. Ich weiß auch in- und auswendig, wo es ist.
Ja, musst du mir nicht zeigen, ich weiß Bescheid. So. Ja, sah ja echt demoliert aus, ne Leute, habt ihr das gesehen? Wisst ihr, was krass ist? Jedes Mal, wenn ich Resident Evil spiele, bekomme ich direkt Bock auf irgendeinen Zombiefilm. Aber ich habe alle guten Zombiefilme schon durch. Das ist es ja. Und die meisten, die jetzt so neu rauskommen, naja. So wie Rec, Leute, also jetzt mal ehrlich, ich habe direkt 3 schon gesehen. Ich weiß nicht, ich fand den Film eine Enttäuschung, wenn man den mit dem ersten und dem zweiten vergleicht. Das war ja einfach Standard-Zombies. Was soll ich mit Standard-Zombies? War vollkommen langweilig, der Film. Total langweilig. Ich war enttäuscht, aber richtig enttäuscht. Und oh, es hatte nichts mehr gemeinsam mit Rec. Und wenn man bedenkt, dass der zweite Teil eigentlich total cool aufgehört hat und man sich eigentlich dachte, dass der dritte genau da weitergeht, Fehlanzeige. Komplett neue Geschichte, hat nichts mit dem zweiten oder ersten überhaupt nur im Ansatz zu tun. Naja, ich fand ihn enttäuschend. Einfach ein Standard-Zombie-Film mehr. Ich fand ihn im Vergleich für den Titel Rec fand ich ihn enttäuschend. An sich war der Film aber nicht so schlecht. Also, man kann ihn sich angucken, aber wenn man Rec 1 und 2 kennt und erwartet, dass es da weitergeht, dann ist es eine Enttäuschung. Also wenn ihr euch einen anguckt, Rec 3, geht nicht mit großen Erwartungen ran, dann passt schon. Ich hatte halt wirklich große Erwartungen, weil eben Teil 1 und 2 so übelst genial war. Aber naja, ich schweife ab. So Filme wie Dawn of the Dead gibt's auch nicht mehr, Mann. Zumindest nichts mehr Vergleichbares. Alles ist total abgeschwächt und total nobig gemacht. Naja. Was willst du machen? Gute Zombie-Filme gibt's heutzutage nicht mehr. So ist das Leben. Es ist aber auch dasselbe mit den Games. Wobei ich bei den Games sagen muss, es gibt schon noch ein paar, die wirklich geil sind. Und auch rauskommen. Zum Beispiel Need for Speed Most Wanted 2, auf das freue ich mich extrem. Dann auf Assassin's Creed 3 freue ich mich sehr, 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 sehr. Das ist zum Beispiel einer der Titel, die ich mir zum Vollpreis kaufen werde, auch gleich in der Special Edition. Weil, übelst genial, ich liebe Assassin's Creed. Ja. Aber sonst? Zum Beispiel Resident Evil 6 habe ich mir auch neulich gekauft um den Vollpreis. Nicht in der Special Edition, sondern in der normalen Edition. Aber jetzt erstmal Cutscene. Here's the serum! Richard, hold on! I'll give you a shot now! Jill, here's my radio. You should keep it. I'm... No! Richard! Jill, be careful. Tja, Serum unnötig geholt, der ist tot. So, gut Leute, dann machen wir aber hier jetzt einen Cut und beim nächsten Mal erzähle ich euch weiter wegen Resident Evil 6. Ne? Bis dann!